Ich freue mich, hier zu Ihnen sprechen zu können zu diesem Thema. Ja, auch ich kann Ihnen nicht genau sagen, was auf Sie zukommt, aber ich werde versuchen, Ihnen den aktuellen Stand darzubringen und vor allem den Weg, auf dem wir sind. Benannte Stellen sind auch die unausweichlichen in dem Prozess, neben den Regularien, weil sie in der Regel damit verknüpft sind, die Bewertung vorzunehmen von Produkten, die ein höheres Risiko tragen. Ja, gehen wir mal rein. Die derzeitige Rechtsgrundlage für In-vitro-Diagnostika steht vor der Ablösung. Bisher wurde die Richtlinie umgesetzt über das nationale Recht, in Deutschland das Medizinprodukterecht in die nationale Gesetzgebung und ist jetzt seit mehr als einer Dekade verbindlich, also seit 2001 anwendbar. In dieser Zeit hat es verhältnismäßig wenig Anpassungen gegeben, wenn man mal davon aussieht, dass halt gewisse Anpassungen durch begleitende Änderung im Medizinprodukterecht allgemein passiert sind und eben eine Erweiterung erfolgte um Diagnostika, Blutdiagnostika im Hinblick auf die Variante Creutzfeldt-Jakob-Disease, die zu einer Erweiterung geführt hat. Nun stehen wir vor einer kompletten Neubewertung, sowohl bei In-vitro-Diagnostik wie auch bei Medizinprodukten insgesamt. Und das soll in Form einer Verordnung passieren. Insgesamt, bei aller Kritik, denke ich, können wir feststellen, dass wir durch die Richtlinie im Medizinproduktesektor in den letzten Jahren doch ein relativ hohes Niveau an Qualität und guten Produkten erreicht haben. Was gibt es denn für Gründe jetzt für diese vorgesehenen Veränderungen? Einmal haben wir generell den Fakt, dass schon von vornherein eine Überarbeitung der Richtlinie geplant war. Nicht zuletzt deswegen, weil sie insgesamt ein relativ wenig flexibles regulatorisches Tool ist. Es haben sich allerdings auch Dinge herausgebildet, die vielleicht vorher in der Form nicht so absehbar waren, wie unterschiedliche Interpretationen der Richtlinie, der Regularien in den einzelnen Mitgliedstaaten, die natürlich innerhalb eines gemeinsamen Marktes unerwünscht sind. Wir haben neue Produkte, neue Dienstleistungen, die bisher nicht richtig und nicht eindeutig erfasst sind innerhalb der Gesetzgebung. Von außen haben wir auch einen gewissen Druck zur Veränderung. Im Rahmen der letzten Jahres hat sich ja ein Vorschlag der GHTF, der Global Harmonization Task Force, für eine Klassifizierung von In-vitro-Diagnostika etabliert, die auch in vielen Staaten Anwendung findet. Und es ist natürlich für uns als Exportland oder Export-EU nicht gut, wenn wir halt abweichen, sondern es ist gut, wenn man versucht, das Ganze zusammenzuführen. Nicht zuletzt hat es natürlich auch Probleme gegeben, die publik geworden sind. Jüngste Skandale bezüglich der Brustimplantate, der PIP-Skandal, wie auch die Diskussion um Metall-auf-Metall-Hüftimplantate haben dazu geführt, dass das ganze System ein bisschen weiter in die Kritik geraten ist, unter anderem die benannten Stellen, aber auch die Marktüberwachung, sodass ein Handlungsbedarf besteht. Das, denke ich, sind momentan die wichtigsten Änderungen oder die Gründe für Änderungen. Letzter Punkt hat auch noch zu Maßnahmen geführt, die über die aktuellen Gesetzgebungsverfahren hinausgehen, zu denen ich aber später komme. Okay. Eingeleitet wurde die ordnungsgemäße Revision dieses Verfahrens der In-vitro-Diagnostika-Richtlinie durch ein öffentliches Anhörungsverfahren, was im Juni, im Sommer 2010 stattfand. Im Rahmen
Dieser Anhörung wurden 19 Fragen gestellt an die Neudeutsch-Stakeholders, die halt Stellung nehmen mussten oder durften zu wichtigen Punkten, sei es einmal zum Klassifizierungssystem, sei es zu Inhouse-Herstellung von Produkten von in-vitro-diagnostischen Produkten in Gesundheitseinrichtungen, Companion Diagnostics und andere. Man konnte halt da schon sehen, an welchen Stellschrauben gedreht werden sollte. Die Auswertung dieser Anhörung wurde dann im Februar 2011 publiziert, also verhältnismäßig zeitnah, und dann herrschte erstmal relative Stille, bis dann im September 2012 der Rat seinen Vorschlag, Entschuldigung, die Kommission ihren Vorschlag präsentiert hat für die In-vitro-Diagnostika-Verordnung, zeitgleich im Übrigen mit der Medizinprodukteverordnung, wie Sie sicher wissen. Hier haben wir einen grundlegenden Wandel im Rechtssystem. Während bisher die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden musste, wird die Verordnung unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten. Das wird sicher dazu führen, dass es zur Vermeidung oder zumindest zur Reduzierung von nationalen Alleingängen kommt. Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen schauen auf den Vorschlag der Kommission und die vorgesehenen Veränderungen, stellen wir fest, es ist sehr vielfältig. Ich kann jetzt gar nicht in diesem Rahmen auf alles eingehen, will nur ein paar Punkte herausgreifen. Einmal betreffen die Änderungen den Umfang der betroffenen Produkte. Wir haben neue Produkte, diagnostische Services, internetbasierte Dienstleistungen, Companion Diagnostics und genetische Tests, die nun angesprochen sind. Wir haben Änderungen bei den Ausnahmen für die In-house-Herstellung von In-vitro-Diagnostika. Es sind neue Rollen vorgesehen und neue Verantwortlichkeiten, die insbesondere zum einen die Handelskette betreffen. Also Verpflichtung für Importeure, Distributoren und auch andere in der Handelskette. Die Kommission hat sich Durchführungsrechte reserviert, und zwar im großen Ausmaß. Das ist eigentlich ein wesentlicher Kritikpunkt auch an der Regulierung, dass viele Dinge einfach offen bleiben durch die Reservierung von den Durchführungsrechten. Wir haben die Einführung einer Medical Device Coordination Group, die halt eine ganz zentrale Funktion ausüben soll bei der Harmonisierung der Interpretation und Vorgehensweisen. Und nicht zuletzt gibt es die Einführung von Referenzlaboratorien, die die entsprechende, die praktisch die EU und die Partner in dem ganzen Spiel unterstützen sollen, auch was den Stand der Technik angeht und auch Tätigkeiten im Rahmen der Bewertung von Hochrisikoprodukten wahrnehmen sollen. Wir haben Änderungen bei der Benennung von benannten Stellen und bei der Neubenennung und Überwachung im Wesentlichen striktere Kriterien und dann, was ich eben schon angesprochen habe, eine Umstellung des Klassifizierungsverfahrens. Das ist sicher die größte Änderung, weil hier wird umgestellt von einem listenbasierten System auf ein regelbasiertes System. Das Ganze basiert auf den Vorgaben der GHTF. Wir haben und ist risikobasiert. Es wird vier Gruppen geben, das haben Sie sicher schon gehört, wobei die Klasse mit dem geringsten Risiko eine Selbstbewertung erfolgt oder unterliegen wird, während alle Gruppen mit höherem Risiko, die Klassen B, C, D, die Beteiligung einer benannten Stelle bedürfen. Was sicher kennzeichnet ist, dass die Gruppe C hier, die Klasse C, wird in diesem Bereich der zweithöchsten Risikoklasse wird es die meisten Veränderungen geben, eine enorme Ausweitung.
auch wenn jetzt, das lässt sich schon jetzt feststellen, auch wenn noch ein durchaus ein Klärungsbedarf hinsichtlich der Klassifizierungsregeln dort ist, der dazu geführt hat, dass zum Beispiel Arbeitsgruppen ihre Arbeit momentan eingestellt haben, die ja an Guidance Papers gearbeitet haben zu dem Thema Klassifizierung von IVD. Also man erwartet da doch etwas klare gesetzliche Vorgaben. Weitere Änderungen betreffen Konformitätsbewertungsverfahren. Zum einen ist ab der Klasse B, also ab ein QM-Verfahren erforderlich, was von einer dritten Stelle bewertet werden muss. Wir haben für die Hochrisikoprodukte einen sogenannten Scrutiny-Prozess, der im Prinzip eine gezielte selektive Überwachung der Bewertung durch die Medical Device Coordination Group. Es gibt ein spezielles Verfahren für Klasse A-Produkte mit Messfunktion, Point-of-Care-Funktion und Sterilität analog den Regelungen, die es momentan im Medizinproduktebereich gibt. Für Companion Diagnostic, also Therapie, begleitende Diagnostik ist ein Konsultationsverfahren nun vorgeschrieben im Entwurf, wobei die benannte Stelle die entsprechende Arzneimittelbehörde konsultieren muss, bevor sie zu einer abschließenden Bewertung kommt. Und es soll noch ein ergänzendes Konformitätsverfahren geben zur Ermöglichung von Parallelimporten und da gibt es ein Grundsatzurteil in der EU zum Beispiel, in Deutschland vom Bundesgerichtshof, das sowas gefordert hat. Die EG-Prüfung im Bereich In-vitro-Diagnostika wird wegfallen. Weitere Änderungen betreffen die Arbeitsweise der benannten Stellen, also unangekündigte Audits, Untersuchung von Stichproben von Produkten, gegebenenfalls auch vom Markt und regelmäßige Wechsel des Auditorenteams und anderes mehr. Bei den Produkten gibt es ausgeweitete grundlegende Anforderungen. Wir haben einen deutlich erweiterten Text in Bezug auf die Anforderungen der technischen Dokumentation und auch bei den klinischen Studien. Viele dieser Punkte, die da adressiert sind, sind Klarstellungen, also stellen aus meiner Sicht nicht wirklich substanzielle Änderungen dar. Dann, was sicher für jeden Hersteller von Bedeutung ist und auch EU-Repräsentanten, es muss eine qualifizierte Person benannt werden, die für die Einhaltung der Rechtsvorschriften verantwortlich ist. Wir haben auch noch zur Erhöhung der Rückverfolgbarkeit die Einführung eines UDI-Systems für alle Produkte, also eines einheitlichen Identifizierungssystems für Medizinprodukte. Das sind nur ein Teil der Änderungen. Was hinzukommt, ist jetzt, das war der Kommissionsvorschlag, allerdings steht schon in Rot drunter, das Europäische Parlament hat in seiner ersten Lesung eine Reihe von Verschärfung der Anforderungen gefordert. Und weitergehende Forderungen, jetzt auch nur beispielhaft, sind einmal die Einführung von speziellen benannten Stellen für die Hochrisikoprodukte, die unter Mitwirkung der Europäischen Arzneimittelbehörde benannt werden sollen und bewertet werden sollen. Generell striktere Anforderungen an Überwachung und Qualifikation der benannten Stellen. Die zusätzliche Einführung eines Assessment Committees for Medical Devices, dann möchte man dieses vorgeschlagene Scrutiny-Verfahren ändern in eine sogenannte Fall-zu-Fall-Bewertung. Das Parlament fordert sehr weitreichende Offenlegungspflichten von Daten seitens der Hersteller, aber auch der benannten Stellen, auch über eingesetztes Personal. Übergangsfristen sind in der Diskussion ganz wichtig natürlich.
Und der Detaillierungsgrad der Regelungen insgesamt ist ja auch in Diskussion. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wo stehen wir jetzt im Meinungsbildungsprozess? Und wir stellen fest, dass er ziemlich langsam ist, weil wir haben ja inzwischen 2014 und wir haben praktisch die Stellungnahme der Kommission vom September 2012. Das EU-Parlament hat am 2. April 2014 die erste Lesung beendet, also für abgeschlossen erklärt aus Ihrer Sicht. Was aussteht, ist eigentlich die Stellungnahme des Ministerrates, also der Gesundheitsministerien der Mitgliedstaaten. Wie ist die Situation? Wir hatten praktisch kurz vor der Beendigung der Legislaturperiode des Parlamentes hat das Parlament die erste Lesung beendet. Wir haben dann Neuwahlen gehabt Ende Mai. Nun bilden sich die Fraktionen neu. Ob die Berichterstatter bleiben, ist fraglich. Wahrscheinlich schon der Hauptberichterstatter fürs Parlament, aber in den Fraktionen eventuell Änderungen. Wir haben das Parlament muss sich noch entscheiden, ist ja neu gewählt, ob es in den Gesetzgebungsprozess einsteigen will oder ob wieder alles auf Start zurückgeht. Dann haben wir im Herbst, im November, die Neubesetzung der Diskussion. Das kennen Sie alles aus der Presse. Wer wird dann Kommissar und wer übernimmt die Leitung der Kommission? Das ist für November vorgesehen. Der Ministerrat hat jetzt am 20. Juni getagt zu dem Thema und hat angekündigt, dass er voraussichtlich im Herbst zu einer gemeinsamen Stellungnahme kommen wird. Wobei, wenn man sieht, was publiziert worden ist, es gibt bisher nur recht wenig Teile, wo eine gemeinsame Einigung zum Kommissionsentwurf vorliegt. Es ist noch wahnsinnig viel offen, sodass ich das hier sehr mit dem Fragezeichen sehe. Gleichzeitig will man aber im Herbst 2012 mit dem sogenannten Trilog beginnen, Trilog zwischen Parlament, Kommission und Ministerrat, um eine frühe Einigung zu erzielen innerhalb der zweiten Lesung. Das ist jetzt für mich der Anlass, nochmal auf das Gesetzgebungsverfahren einzugehen kurz. Wir haben den Vorschlag der Kommission, die erste Lesung besteht, die ist unbefristet, die Dauer. Wir haben den Standpunkt des Parlaments, Standpunkt des Rates ist erforderlich. Dann treten Fristen im Gesetzgebungsverfahren ein. Wir haben 3 Monate nach der Übermittlung des Standpunkts des Rates hat das Europäische Parlament die Pflicht, sich zu äußern. 3 weitere Monate später, also nachdem die Änderungswünsche des Parlaments dann vorliegen, muss sich der Rat entscheiden, ob er billigt oder nicht. Wenn er nicht billigt, kann gemeinsam mit dem Parlament der Vermittlungsausschuss angerufen werden, der dann innerhalb von 6 Wochen einberufen werden tagen muss. Der Vermittlungsausschuss hat dann wieder 6 Wochen Zeit nach der Einberufung, um zu einem gemeinsamen Entwurf zu kommen. Ja, liegt der vor, geht es in die dritte Lesung und innerhalb von 6 Wochen gibt es dann entweder eine Billigung oder Ablehnung. Also wenn keine Billigung, Ablehnung, Ausstieg ist jederzeit möglich, was wir sehen. Die Fristen können noch leicht verlängert werden, also die 3-Monats-Fristen auf 4, die 6 Wochen auf 8. Entscheidend wird sein, wann man wirklich in diese zweite Lesung geht, also wann der Ministerrat tatsächlich sein Quorum dann, seine Entscheidung, Einschätzung abliefert. Sieht man, die interessante Frage für uns alle ist, was bedeutet das denn letzten Endes fürs Inkrafttreten? Man sieht, wenn man auch noch noch hinzurechnet die Zeiten, die man für Dokumentation braucht,
die Entwürfe, was abgestimmt werden muss, muss ja auf Papier gebracht werden und so weiter, dann ist man, kann man durchaus davon ausgehen, dass das Ganze ein Jahr dauert. Also von der Stellung des Name des Ministerrates an. Okay. Ja, im Angesicht der Dauer oder in Kenntnis dieses langwierigen Gesetzgebungsprozesses hat die Kommission allerdings schon früher gehandelt, nämlich 2012, hat sich mit dem Rat abgestimmt und hat einen gemeinsamen Sofortmaßnahmenplan publiziert, der unter der bestehenden Medizinproduktegesetzgebung läuft. Das ist ja das, was man so unter dem Namen DALI-Plan schon mal hört. Dort sind verschiedene Dinge, Punkte angegangen. Also das ist letzten Endes die Konsequenz von PIP und anderen Dingen. Die Funktion der benannten Stellen wird adressiert, die Verstärkung der Marktüberwachung durch die Mitgliedstaaten, Verbesserung der Koordination der Aktivitäten von Mitgliedstaaten und die Verbesserung der Transparenz von Vorstellungen. Die benannten Stellen sollen praktisch durch verschärfte Regeln in ihrer Funktion, also bei der Benennung in ihrer Funktion gestärkt werden. Die Wiederbewertung soll erfolgen bei Produkten der höheren Risikoklasse. Das ist teilweise schon passiert, wobei auch niedrige Produkte oder Stellen, die niedrigere Risikoklassen bewerten, auch einbezogen worden sind. Die Aufgaben der benannten Stellen werden klargestellt und es sollen Vigilance-Informationen an benannte Stellen bereitgestellt werden. Diese Aktion hat dazu geführt, dass eine Initiative entstanden ist bei den bei einigen benannten Stellen. Es wurde ein Code of Conduct verfasst, in dem man sich auf bestimmte Verfahrensweisen und auch Qualifikationsanforderungen verpflichtet hat. TÜV Süd war einer der Erstautoren von diesem Code of Conduct. Was wichtig ist jetzt, ist eigentlich, dass die Maßnahmen dieses Maßnahmenplans, dieses Sofortmaßnahmenplans, wesentliche Punkte der Regulation schon vorwegnehmen. Sprich, wir müssen nicht warten, was da in 5 Jahren vielleicht mal verbindlich wird, sondern das ist Realität, wie Sie jetzt gleich sehen werden. Die Kommission hat 3 Dokumente. Entsprechend, da muss ich ein bisschen sputen, hat 3 Dokumente veröffentlicht im Zuge dieses Maßnahmenplans. Einmal eine Durchführungsverordnung über die Benennung und Beaufsichtigung benannter Stellen. Die ist zwar auf Medizinprodukte fokussiert, aber wird indirekt auch für den IVD-Bereich wirksam, weil in der Regel die benannten Stellen, die im IVD-Bereich tätig sind, auch im Medizinproduktebereich angesiedelt sind, sodass es einfach Mitnahmeeffekte dort gibt. Dann haben wir die Empfehlung der Kommission zu Audits und Bewertungen, die durch von benannten Stellen vorgenommen werden, und auch noch eine Empfehlung der Kommission über die über Regeln zu einem UDI-System. Ich möchte jetzt auf die ersten beiden noch eingehen. Die Durchführungsverordnung regelt umfassend eigentlich alles, was mit Benennung und Beaufsichtigung benannter Stellen zu tun hat. Da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Wichtig ist, dass die seit 15.09.2012 in Kraft ist und dass sie auch für, also das heißt für Erstverfahren, Erstbenennungen von benannten Stellen, für Erweiterung der Benennung dann ab Ende des Jahres. Also die ist da und wird jetzt umgesetzt. Ne? Wichtigste Punkte vielleicht zum Mitnehmen sind, es wird bei der Bewertung von benannten Stellen internationale Auditteams geben, die von verschiedenen nationalen Behörden besetzt sind. Außerdem wird bei diesen Audits auch ein Vertreter der Kommission, und zwar von einem Labor für Food and Drug, ihr habt den Namen jetzt gerade nicht parat, aus Dublin
anwesend sein, die auch QM-Wissen mitbringen. Also das ist eine wesentliche Änderung, wenn man halt auch sieht, wie bisher in verschiedenen Ländern das Benennungsverfahren unterschiedlich gehandhabt wird. Was noch wichtig ist, nun mit dieser Durchführungsverordnung hat die Kommission das Recht, die Entscheidung von nationalen Behörden sich da über diese Entscheidung hinwegzusetzen und auch zum Beispiel einer Benennung zu widersprechen oder auch Benennungen zu entziehen gegen den Willen von nationalen Behörden. Also das ist tatsächlich sehr weitreichend. Das zweite Dokument, was ich vorstellen will, ist die Empfehlung der Kommission zu Audits und Bewertungen, die von benannten Stellen durchgeführt werden im Bereich Medizinprodukte. Es beschäftigt sich einmal mit Produktbewertung, Bewertung von QM-Systemen und unangekündigten Audits. Und im Sinne dieses Sofortmaßnahmenkatalogs stellt auch die Kommission fest, dass diese Empfehlung keine neuen Regeln oder Rechte und Pflichten schafft, wobei da durchaus die Meinung auseinandergehen können, was die Unannounced Audits angeht. Die Frage stellt sich oft, kann eine Empfehlung denn überhaupt verbindlich sein? Ja, sie kann, und zwar relativ einfach, indem man die Mitgliedstaaten anweist, diese Empfehlung zu berücksichtigen bei der Bewertung von benannten Stellen, bei der Überwachung, bei Neuverfahren. Also dies Fakt, und im Moment sind wir in der Umsetzung dieser Empfehlung. Vielleicht noch einige Punkte. Bei der Produktbewertung sehen wir jetzt bei TÜV Süd eigentlich keine wesentlichen Änderungen. Produktbewertung heißt zum Beispiel Bewertung von Design-Dossier bei Hochrisikoprodukten. Also geht es nicht um bisherige Produkte, die bisher unter den sonstigen IVD laufen. Bei der Bewertung des Qualitätssicherungssystems gibt es einige Änderung, eine wichtige Änderung oder die wesentlichste Änderung, das ist auch dem PIP-Skandal geschuldet, letzten Endes eine Feststellung der Übereinstimmung zwischen Menge der hergestellten und beschafften Ausgangsmaterialien. Also das heißt, letzten Endes, die benannten Stellen müssen ein bisschen in die Inventur gehen. Eine Minute noch. Zugang. Die weiteren Punkte betreffen die Supply Chain und also die Lieferkette. Und wichtig ist der Zugang von benannten Stellen zu allen Lieferanten. Gut, und noch einige andere Punkte werden klargestellt. Kommen wir zum letzten, zum Unannounced Audits. Diese Unannounced Audits werden nun verbindlich festgeschrieben für Richtlinienverfahren. Zusätzlich zu den bestehenden regulären Audits und mindestens einmal alle 3 Jahre. Es ist eine klar eindeutige Forderung nach der Unvorhersehbarkeit für den Hersteller, dort für den Auditierten. Es kann auch im Einzelfall bei entscheidenden Unterauftragnehmern auditiert werden, wichtigen Lieferanten. Die Bewertung geht mit einer Unterlagenprüfung anheim, die halt auch ausgeweitet werden kann durch eine Prüfung des Produktes. Wenn der Hersteller Hochrisikoprodukte hat, die halt über eine Auslegungsprüfung zugelassen sind oder auch über Produkte, die über eine Baumusterprüfung zugelassen werden sind, ist nach dem jetzigen Text eine Prüfung verbindlich, ein Probenzug und eine Prüfung verbindlich. Okay, Näheres können Sie dort nachlesen unter dem Link, und wir TÜV Süd wird im Bereich IVD im letzten Quartal die Aktivitäten in der Richtung beginnen. Zusammenfassend kann man sagen, es ist noch vieles offen.
Das Letzte ist eigentlich das Wichtigste. Der Aufwand für die Einhaltung der künftigen Regularien wird für alle einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, nämlich sowohl für Hersteller wie auch für benannte Stellen als auch für die Behörden. Ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.